Wir widmen uns heute mal wieder meinem Herzensthema Parfum. Ich will hier auf dem Kanal ja ein bisschen mehr vegane, ethisch korrekte Sachen vorstellen, gerade im Bereich Düfte, weil mir das halt einfach auch schon früher als Kind Spaß gemacht hat. Und mit der Entscheidung, vegan zu werden, war es irgendwann echt schwierig, da klarzukommen. Und ich empfinde das immer noch als wirklich schwierig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals nochmal was von Larif hole. Und heute sprechen wir über Cute. Und warum ich jetzt das gesagt habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über Düfte. Allgemein über den Larif-Duft. Ich habe euch an der Stelle mal zwei Seiten als Quellen, die wirklich gut sind. Die packe ich euch unten mal in die Infobox rein. Einmal ist das der Parfum Checker, da könnt ihr sehen, welche Larif-Düfte für Duftzwillinge stehen. Ganz geschickt, also ich finde allgemein die Seite richtig gut. Und einmal Parfumo, da nehme ich jetzt nachher gleich mein Handy her und wir sprechen über die Kopfnote, die Herznote und die Basisnote. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal von einem Larif-Duft sagen kann, aber ich habe von verschiedenen Seiten einfach gehört, gib den Larif-Düften einfach nochmal eine Chance. Nicht jeder Duft ist gleich, nicht jeder Duft ist von der Qualität her auch irgendwie anders. Und ich habe das bei dem Duft einfach auch gemerkt. Ich bin trotzdem immer mal wieder bei den Larif-Düften in der Drogerie stehen geblieben, habe mir ein bisschen was aufgesprüht, was ich noch nicht hatte. Und dieser Cute war einer, der in der Drogerie schon sofort gerochen hat. Also ich finde, diese Larif-Düfte, wenn sie eine längere Zeit schon stehen, gerade in der Drogerie, ist es ganz schwierig, weil dann riechen die richtig unangenehm im ersten Moment. Und dann ging es mir schon oft im Rossmann, ich habe meinen wieder aus dem Rossmann, gibt es aber bei Rossmann, DM, Müller, Kaufland gibt es glaube ich auch. Beim Rossmann war es bei mir schon öfters so, dass ich die Sachen ausprobiert habe, im ersten Moment einfach nur was Ekliges gerochen habe. Und dann, wo ich zu Hause war, mein Rossmann ist so 10 Kilometer entfernt, und als ich dann zu Hause war, nochmal gerochen habe und mir gedacht habe, so, das riecht doch irgendwie gut. Und das hat dann immer so ein bisschen ewig gedauert, bis ich diese Larif-Düfte dann auch wirklich mir geholt habe. Bei dem Cute, ich weiß noch, den habe ich im Müller ausgetestet und den fand ich von vornherein richtig nice. Ich habe in der Aktion 4,99 € bezahlt, was mega gut ist. Ne? Also Rossmann hat da immer wieder Aktionen. Bei Müller habe ich festgestellt, sind die Düfte tatsächlich ein bisschen teurer. Die Flaschen sind unterschiedlich voll. Also es gibt tatsächlich Flaschen mit 80 ml. Das hier ist wieder eine Flasche mit 100 ml. Und natürlich kann so ein Duft, der 5,99 € oder / 4,99 € gekostet hat, nicht so viel erreichen wie ein teurer Duft. Also wie jetzt das Original von Chloé. Ist logisch, ne? Den muss ich tatsächlich öfters auftragen, aber er riecht länger auf den Klamotten. Das ist für mich tatsächlich so ein Klamottenduft. Auf der Haut geht er bei mir schneller weg, aber auf den Klamotten, gerade Schal oder so, ist das echt, da riecht er so lange. Und diese Basisnote, die bleibt so lange erhalten, auch auf den Klamotten. Das ist einfach echt toll. Also ich liebe den Duft, rieche aber inzwischen auch diese alkoholische Note raus, das habe ich am Anfang nicht rausgerochen. Wenn ihr euch an den Duft gewöhnt oder an verschiedene Duftnoten, dann werden die irgendwann mal normal für euch und ihr riecht natürlich auch so Unternoten irgendwann mal raus. Ich nehme das fast jeden Tag her, muss ich ehrlich sagen, aber qualitativ jetzt mal von einem anderen Hersteller abgesehen, ich habe ja auch Larif vorgestellt, ist Larif natürlich um einiges besser. Von der Qualität. Die arbeiten einfach noch ein bisschen besser, die Düfte bei mir auf der Haut. Larif ist aber ganz einfach zu bekommen und die Flaschen sind stellenweise auch richtig hübsch. Manche Packungen sind jetzt schon so ein bisschen veraltet, muss ich sagen, wo ich mir dann auch so ein bisschen wünschen würde, dass sie diese Flakons etc. vielleicht ein bisschen überarbeiten würden. Aber man kann für den Preis halt auch nicht
alles erwarten. Wir sprechen mal über die Noten und ob ich sie riechen kann. Also, Parfumo findet die Seite unten in der Infobox verlinkt. Bei der Kopfnote, das ist das, was du als allererstes riechst. Und da war ich echt bei dem Duft hier wirklich baff, dass ich es überhaupt gerochen habe. Du riechst in der Kopfnote Litchi, kann ich jetzt nicht so sagen. Es ist was Süßliches da. Fresi, ja. Pfingstrose, auch ja. Also es ist sehr blumiger Duft, muss ich sagen. Herznote ist das, was übrig bleibt, wenn der erste Schwung weg ist vom Parfum. Das ist Rose, Magnolie und Lilie. Ich finde wirklich, also bei den Blüten bin ich mir hundertprozentig sicher, bei der Rose jetzt nicht so. Ich mag jetzt Rosenduft nicht so. Ich empfinde nicht, dass da irgendwie Rose irgendwo in der Gegend mitspielt. Und in der Basisnote, das ist das, was dann auf deinem Schal beispielsweise übrig bleibt oder was man am Abend noch einen Rest dieses Parfums, was man noch riecht, was sich mit deinem Duft, mit deinem Körperduft verbunden hat, also mit dir selber, diese eigene Note zwischen Duft und dir selber, das ist die Basisnote. Und da soll man Amber und Zedernholz riechen. Und bei dem Zedernholz muss ich auch wieder sagen, also ich bin ja eher so jemand, der putrige Düfte liebt. Die putrigen Düfte entstehen ja aus einer Komposition von allem. Also da ist irgendwo ein bisschen was Holziges, ein bisschen was Fruchtiges. Das haben wir hier auch. Aber ich rieche das nicht. Ich muss auch sagen, dass ich keine begabte Nase habe. Und nach drei Düften, wenn ich irgendwie in der Parfümerie bin und jemand mir irgendwie ein Parfüm kaufen möchte oder irgendwie durch Proben mich durchrieche, ich rieche nach drei Düften, rieche ich nichts mehr. Das streibt meine Nase dann richtig. Ich finde tatsächlich, dass dieser Cute-Duft der beste ist, den ich jetzt getestet habe. Gibt es, und das ist jetzt eine Frage an meine Community, gibt es neuere Düfte von Larif, die 20 oder 21 rausgekommen sind? Schreibt mir die gerne mal unten in die Kommentare. Würde ich mich interessieren dran und einfach auch mal ein bisschen was austesten, ob die sich mit den Jahren auch so ein bisschen verändert haben. Keine Ahnung, ne? Also ihr guckt auf jeden Fall mal die Liste an, der Düfte, die jetzt schon rausgekommen sind. Da könnt ihr sehen, für welchen Duftzwilling das steht. Duftzwilling bedeutet beispielsweise, dass der Duft nicht haargenau riecht wie jetzt das Original, aber so ähnlich wie. Also es geht schon in die Richtung. Ich weiß es auch bei meinen anderen Düften, gerade bei Larif beispielsweise. Da habe ich halt doch in den Proben den ein oder anderen Duft, den ich im Original hatte. Und ich finde, da ist schon immer so eine Note da, die nicht ganz so riecht wie das Original. Und das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein, denke ich mir mal. Das ist wirklich ein Duft für den Alltag, wo man sich keine Gedanken machen muss. Bei mir war es bei den teuren nämlich meistens immer so, dass ich dann da schon sparsam war und gesagt habe, oh, das ist so teuer, das nimmt jetzt mal nicht jeden Tag. Das kann man definitiv jeden Tag nehmen. Und Larif-Düfte sind eben auch vegan. Und tierversuchsfrei, das ist eben auch wichtig zu erwähnen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, schau mal unter dem i nach, da gibt es noch mehr Videos. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!